Biersenk, ich bin der Sprenger Sepp, Obmann vom Bodenverbesserungskonsortium Parchins. Wir gehen heute im Bowlingkern. Im Bowl, der Bowl ist ganz wichtig, weil wir brauchen die Felder zu bewässern. Wir haben 72 Hektar, wo es mit dem Bowl bewässert werden. Es ist eine riesen Arbeit. Man muss erst im Bowl alles sauber machen, das Laub ausputzen, die Äste ausputzen, die Stuhlen entfernen. Und nachher kann man mit dem Wasser rausgehen und kann das ausschwänzen und nachher mehr so langsam das Wasser draußen. Die Aufsicht haben ich und mein Sohn. Wir machen das miteinander schon viele Jahre jetzt. Ich bin schon über 30 Jahre da auf dem Bowl zuständig. Ja, früher sind wir unsere 10 Leute gewesen, die auch 2 Tage gearbeitet haben. Dann haben wir die Gabeln gehabt, haben das Laub ausgeschöpft vom Bowl. Heute ist jetzt so, heute haben wir ein Gebläse. Bloß mit dem Gebläse alles zum Hause. Der Wohl ist schön sauber. Es ist eine schwierige Aufgabe. Man muss jeden Tag durchgehen kontrollieren, viel kontrollieren. Und oft einmal auch zweimal im Tag, oft im Anfang auch, dass man auch die Nacht einmal auch kontrollieren. Weil da sind wie Wildschker und die ganzen Viecher. Und dann kann das, wenn ich rausgehe, rinnt es noch nicht. Und bald das nächste Mal zurückkommst, dann rinnt er. Und das ist aufzupassen, weil drunter ist Dorf. Wenn man die traditionelle 8 Tage weitermacht und man versucht, das alles weiterzumachen, das ist für die Einheimischen gut und für den Tourismus gut. Das gehört zur Landschaftspflege dazu. Da sieht man eigentlich, was für die Bauern als Landwirtschaftspflege angeleistet wird, weil der Weg ist viel für die Einheimischen und für den Tourismus begangen. Der Wohl ist auch wichtig, das Brandschutz auch, weil er Wasser liefert. Man kann da Löschwasser rausnehmen, wie jetzt in den trockenen Zeiten. Wenn es so trocken ist, dann ist es sehr wichtig, dass da auch Wasser drinnen ist. Draußen ist ein größeres Becken, wo der Sandfang ist, dass Schmutz und der Sand alles absickern kann. Und das Wasser kann auch aufsteigen und kriegen wir sauber in die Leitungen. Weil sonst, jetzt mit den Tropfenregnungen, brauchen wir sauberes Wasser, sonst verstopft es die ganzen Filter und die ganzen Rundlungen. Mir ist wichtig, dass die Wale erhalten bleiben, das liegt mir viel am Herzen an. Weil das ist eine alte Tradition, das haben unsere Väter schon gehabt und die Vorväter auch. Und wir kämpfen, das muss man schauen, zu erhalten. Es logisch, sind allebei mehr Kosten, allebei mehr Spesen. Es kostet den Bauer etwas, weil es muss der Bauer zahlen. Und ich hoffe, dass das weiterhin erhalten bleibt und dass man es kann in die Jungen weitergeben, die Tradition, weil das ist für jeden Bürger ist das schön.